Sommer, Sonne, Sonnenschein. In diesem Video zeige ich dir stimmungsvolle Impressionen von Black Forest on Fire, ein kleines familiäres Reggae-Festival in Deutschland, welches sich im märchenhaften Schwarzwald in Baden-Württemberg befindet. Wenn du nun mehr über unseren letzten Besuch dort erfahren möchtest oder dir schon einmal einen Einblick für dieses Jahr machen möchtest, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen auf Freigelebt. Wir sind Johannes, Jana und unsere Tochter Eileen. Wir sind 2020 von Deutschland nach Österreich ausgewandert. Wir leben vegan, möglichst nachhaltig und lieben die Natur. Und genau dieses Lebensgefühl, verknüpft mit entspannter Musik und einer zauberhaften Atmosphäre, erwartet dich auf dem wohl schönsten Reggae-Festival der Welt, dem Black Forest on Fire. Es ist ein kleines Festival, welches sich im schönen, urigen und zugleich romantischen Schwarzwald befindet. Und zwar genauer gesagt in Berghaupten. Das ist eine kleine Ortschaft direkt neben der historischen Stadt Gengbach und diese liegt nicht weit entfernt von der badischen Stadt Offenburg. Das Festivalgelände befindet sich neben einem gemütlichen kleinen See und lädt an den besonders heißen Tagen zum Erfrischen, Schwimmen oder einfach um die Seele baumeln zu lassen ein. Wer noch mehr Entspannung möchte, kann an den Festivaltagen dort auch morgens mit den anderen Besuchern gemeinsam Yoga machen. Das Black Forest on Fire ist eine familienfreundliche Veranstaltung und so findet man dort viele Aktivitäten, auch für die kleinsten Besucher. Jedes Jahr gibt es dort bekannte Gesellschaftsspiele in XXL-Varianten für Kinder. Außerdem gibt es Kinderschminken, die bekannten Wollsträhnen zum Einflechten, diverse Bastelaktionen oder sportliche Aktivitäten, zum Beispiel Jonglieren. Zudem gibt es Künstler wie zum Beispiel Puppenspieler, welche die Kleinsten in ihren Bann ziehen. Und abgesehen von diesen bunten Programmen siehst du viele Kinder am See spielen und am direkten kleinen Bach planschen. Und natürlich passend für ein Festival findest du viele Kinder mit dem typischen Festivalmatch spielen oder sie tanzen alleine oder gemeinsam mit ihren Eltern zur Musik. Das Black Forest on Fire bietet aber natürlich nicht nur Familien ein tolles Programm, sondern auch allen anderen, die sich für entspannte Reggae-Musik begeistern. Im vergangenen Jahr traten große internationale Künstler wie Innerer Circle, Fantan Moya und Natalie Rice auf. Aus Deutschland spielten bekannte Künstler wie Benji, Malaka Hostel, Zoe Rootsman Fire und aus dem Nachbarsland Frankreich brachte Generation die Menge zum Tanzen. Was wir besonders am Festival lieben, ist die Tatsache, dass man oft neue Bands für sich entdecken kann. Live und in der tanzenden Menge fühlt man sich einfach verbunden und spürt die Musik in jeder Faser seines Körpers. Und nicht nur tolle Bands und Künstler gibt es auf dem Black Forest on Fire, nein, es gibt auch kulinarisch viele tolle Dinge zu entdecken. Obwohl wir uns vegan ernähren, gibt es immer eine Auswahl an leckeren Köstlichkeiten zum Genießen. Gut gestärkt lässt es sich auch stets wunderbar über den bunten Basar schlendern. Hier findet man alles, was das Reggae-Herz höher schlagen lässt. Kleidung, Schmuck, Geschirr, bunte Hippie-Tücher und noch ganz vieles mehr. Und das Schönste ist, jedes Jahr entdeckt man viele neue tolle Stände. Für uns ist das Black Forest on Fire mehr als nur ein Besuch auf einem beliebigen Festival. Es ist für uns ein Besuch in unsere alte Heimat. Bevor wir nach Österreich ausgewandert sind, haben wir lange im schönen Schwarzwald gewohnt und haben deswegen eine besonders enge Bindung dazu. Wir besuchten das Festival zum ersten Mal im Jahr 2019. Ein Jahr zuvor hatten wir es bei einem Abendspaziergang entdeckt und uns dann vorgenommen, es im nächsten Jahr zu besuchen. Und nun sind wir schon das dritte Mal in Folge dort. Und wir freuen uns jedes Jahr auf die tollen Bands, das köstliche Essen, das Hammer-Ambiente und auf neue Begegnungen mit neuen Menschen. Letztes Jahr zum Beispiel sind wir nach 8 Stunden Autofahrt völlig erschöpft angekommen und mussten dann müde im Regen ein Zelt aufbauen. Nachdem es einfach nicht klappen wollte, half uns ein hilfsbereites Paar. Und ruckzuck hatten wir gemeinsam dieses Zelt aufgebaut und konnten endlich schlafen gehen. Guten Morgen.
Wir sind heute auf dem Black Forest am Feiern, im Schwarzwald, im Berghaupten. Und ja, ich bin gerade aufgewacht und es hat die ganze Nacht geregnet. Und ja, wir sind gestern ziemlich lange gefahren, 8 Stunden. Und dann mussten wir das Zelt aufbauen. Dafür haben wir auch nur 2 Stunden gebraucht, um dann genervt festzustellen, dass es schon ziemlich kaputt ist irgendwie, weil es lag jahrelang im Keller. Hier sind überall Löcher in unserem Zelt. Wahrscheinlich hat sich da ein kleines Mäuschen vergnügt und wir haben das Zelt halt ewig nicht mehr aufgebaut, weil wir ja eigentlich immer nur mit dem Bus oder mit dem Van halt unterwegs waren. Und ja, irgendwie haben wir es halt nicht geschafft, das nochmal vorher anzuschauen. Und wir hatten eigentlich noch ein zweites Zelt, so als Mini-Backup, weil unsere Tochter halt damit auch im Zeltlager war. Aber das haben wir gestern Abend auch nicht aufgebaut bekommen. Jetzt hat es gewittert, weil irgendwie ist das abgebrochen. Und es hatte so einen Mechanismus wie so ein Regenschirm, der aber dann irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und natürlich haben wir es vorher nicht angeschaut. Und aufgebaut haben wir es alleine auch nicht bekommen, aber wir hatten ganz liebe Nachbarn und die haben uns geholfen. Also nochmal danke. Und ja, dann sind wir auch relativ schnell eingeschlafen, zumindest ins Lief und ins Kind. Und der Johannes, der ist nochmal ein bisschen, ja, ich glaube, über das Festivalgelände getigert, hat noch ein bisschen geguckt. Und ja, jetzt ist heute halt das Festival am Morgen, aber es regnet und wir sind natürlich überhaupt nicht vorbereitet, deswegen mal schauen, wie das heute alles so wird. Was hast du gemacht? Ich habe meine Schuhe gefärbt. Deine Schuhe? Weil da ein kleiner Teich drin ist und da tropft es rein. Aber unsere Bettwäsche ist trocken, alles. Und bei Aileen? Auch, man sieht auch kein Wasser da drin, wo du vorher was gezeigt hast. Da vorne, auf der Seite. Ja, wo ist denn das? Warum schneide ich mich hier an? Keine Ahnung, wo willst du denn hin? Wo geht's hin? Nach Hause. Juhu! Und genau wegen solcher Begegnungen, der Atmosphäre und dem Vibe dort, sind wir einfach so gerne da und haben natürlich bereits seit Weihnachten unsere Tickets. Lasst uns doch gerne in den Kommentaren wissen, ob du dieses Jahr auch auf dem Black Forest of Fire sein wirst oder welche Festivals du uns sonst noch so empfehlen kannst. Ciao Kakao und Peace.